Frau Dr. Jungschwanz, Sie vertreten heute hier den Betriebsrat und zwar ganz, ganz vehement und kämpfen für die Mitarbeiter. Ja, mir ist es ganz besonders wichtig, ganz klar zu sagen, dass hier sehr viele Stellen in Gefahr sind. Im Augenblick ist von 150 Vollkräften die Rede, das sind ungefähr 200 Mitarbeiter. Mit diesem Konzept, was jetzt vorgestellt worden ist, sind aber auch weitere Mitarbeiter in Gefahr, da gar nicht sicher ist, dass der Standort unter diesen Vorschlägen überhaupt aufrechterhalten werden kann. Sie bemängeln das Konzept ganz vehement. Was steht dort drin? Also dieses Konzept sieht vor, dass sämtliche stationäre Versorgung, ausgenommen die Kinder- und Jugendpsychiatrie, die ausgebaut werden soll, aus Altenkirchen verschwinden, keine Intensivtherapie und keine Notfallversorgung mehr möglich ist. Insbesondere die Notfallversorgung ist ein ernsthaftes Problem, im Kreis schon ohnehin knapp, wird auch ein lokales Traumazentrum, wie wir es haben, nicht am Standort Hachenburg geplant. Wo müssen denn die Menschen hin, wenn sie einen Verkehrsunfall haben? Ja, die müssen aus unserem Kreis rausgefahren werden, nach Siegburg, nach Bonn, nach Koblenz, nach Neuwied. Es ist ohnehin jetzt schon schwer, Betten zu bekommen für kritisch kranke Patienten. Auch wir haben nur eine kleine Intensivstation bis dato gehabt, Schwierigkeiten, Patienten weiter zu verlegen, die wir nicht weiter behandeln können. Das wird sich jetzt verschärfen. Es wird besonders dramatisch werden, wenn der Rettungswagen weite Strecken zurücklegen muss, um Patienten zu versorgen, steht er auch in dieser Zeit nicht hier zur Verfügung. Ja, ich sag mal, wer gar nicht erst versucht zu kämpfen, der hat von vornherein schon verloren. Wer kämpft, kann natürlich dann auch verlieren, aber wir sollten uns dafür einsetzen. Und ich glaube schon, dass wir haben eben in der Veranstaltung sehr, sehr viele Fakten dargestellt, sehr viele Gründe dafür genannt, warum der Standort Altenkirchen ein wichtiger ist für die Versorgung der Menschen hier in der Region. Und da sind einige Gründe im bisherigen Verfahren aus unserer Sicht nicht ausreichend gewürdigt worden. Und da haben wir schon die Hoffnung, dass man da jetzt auch in Zukunft noch mal genauer drauf schaut und dann Entscheidungen auch überdenkt. Es ist schon ein herber Schlag ins Gesicht hier für Altenkirchen, wenn bei diesem Sanierungskonzept der Standort Altenkirchen mit einer stationären Behandlung komplett wegfällt. Das tut wirklich weh. Wir haben die gleiche Problematik natürlich auch im Rhein-Lahn-Kreis gehabt mit der Paracelsus-Klinik. Auch dort haben CDU-Politiker, auch ein Stadtbürgermeister vehement für die Klinik gekämpft. Am Ende hat es nicht gereicht. Das liegt daran, wer zuständig ist und wer entscheidungskompetent ist. Die Entscheidungskompetenz liegt zum einen bei dieser Insolvenz im Eigenverfahren beim Träger, beim DRK und final beim Gesundheitsministerium Mainz, die für die Krankenhauslandschaft in Rheinland-Pfalz zuständig sind. Natürlich kämpfen wir für unseren Standort, für unseren Krankenhaus. Wir müssen aufzeigen, welche Probleme die Umsetzung dieses Konzeptes hier in Altenkirchen mit sich bringen wird und die Entscheidungsträger in Mainz zu beeinflussen. Ist das Krankenhaus Altenkirchen bewusst ausgetrocknet worden? Wenn man sich die Faktenlage anschaut, ja. Die bessere Infrastruktur ist in Altenkirchen vorhanden. Sie wurde halt auch bei der gemeinsamen Führung mit dem Krankenhaus in Hachenburg nicht genutzt. Man hat den Weg bereitet, um die wertigen Operationen in Hachenburg durchzuführen. Und man kann das schon sagen, ja, Altenkirchen wurde ein wenig ausgeblutet. Was bedeutet das für die Menschen in der Region und für die Mitarbeiter, wenn dieses Sanierungskonzept durchgehen sollte? Im ersten Schritt weitere Wege und viel dramatischer eine schlechtere ärztliche Versorgung. Die Notfallversorgung bricht vermutlich komplett zusammen, was lebensbedrohlich sein kann. Ich fühle es mal platt auf. Im Kreis Altenkirchen oder hier in Altenkirchen müssen wir Unfälle verbieten. Die darf es einfach nicht mehr geben. Denn geholfen werden in der Qualität wie heute wird einem nicht mehr. Auch die Bundespolitik Josef Oster haben sich damals massiv für die Paracelsus-Klinik eingesetzt. Auch Matthias Lammert oder Dr. Thorsten Rudolph. Die sind selber Landtagsabgeordneter. Was meinen Sie, dort erreichen zu können? Ja, wir sind ja hier in der Situation, dass auch die Bundestagsabgeordneten unterstützen. Erwin Rüttel hat sich auch vor kurzem nochmal geäußert zu den Krankenhäusern. Und ich glaube schon, dass wir als Landtagsabgeordneter, ich konkret auch ein Stück weit da mitarbeiten kann, mithelfen kann, indem wir dem Ministerium klar machen, dass wir jetzt eine Ansage brauchen, wie das Ministerium sich Landeskrankenhausplanung im nördlichen Rheinland-Pfalz, insbesondere im Kreis Altenkirchen, vorstellt. Dann haben wir eine Diskussionsgrundlage, über die können wir dann reden und da können wir auch dann das Gespräch mit dem DRK und auch mit anderen Trägern gesucht werden, damit die medizinische Versorgung für die Menschen in der Region wohnortnah, stationär sichergestellt ist. Sie sind auch Kreisvorsitzender der CDU. Was würde denn passieren, wenn die Klinik hier mit dem Konzept durchgehen würde?
Wenn die Klinik hier mit dem vorgeschlagenen Konzept durchgehen würde, wäre das ein Schlag ins Gesicht aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier im Krankenhaus Altenkirchen, die dann kurz vor Weihnachten ihr Kündigungsschreiben erhalten würden. Das Krankenhaus Altenkirchen ist einer der größten Arbeitgeber der Stadt, vielleicht sogar der größte. Und das wäre natürlich für die Menschen hier vor Ort, die da arbeiten, ein großer Schlag, aber auch für die Menschen, die hier im Kreis Altenkirchen wohnen, die zukünftig dann Angst haben müssen, wenn sie einen Unfall haben, ob sie rechtzeitig noch versorgt werden können. Ist mit dem Betriebsrat transparent umgegangen worden, auch mit den Mitarbeitern? Überhaupt nicht. Das ist ein ganz großer Vorwurf, den ich erheben muss. Uns ist mit Verkündung der Insolvenz ein transparentes und faires Verfahren versprochen worden, mit Einbezugnahme des Betriebsrats von Anfang an. Der Betriebsrat ist nicht gehört worden. Wir mussten anmahnen, dass diese Firma mit uns überhaupt spricht. Wir mussten dann feststellen, dass die Zahlen und Probleme, die wir vor Ort sicherlich haben, nicht gehört und nicht gewürdigt worden sind. Wir haben dieses Konzept ebenfalls wie alle anderen Mitarbeiter am Donnerstag letzter Woche erfahren und waren erschüttert. Damit haben wir nicht gerechnet. Und das widerspricht auch sämtlichen Strukturen, die unser Haus hat. Also wir können kein Konzept feststellen, was in unseren Augen Sinn macht. Noch kann uns erklärt werden, wie diese Daten zustande kommen. Das Beratungsunternehmen WMC hat auch bis dato uns keine weiteren konkreten Zahlen vorgelegt. Im Rhein-Lahn-Kreis ist die Paracelsus-Klinik in diesem Jahr geschlossen worden. Trotz des Kampfes der CDU, Matthias Lammert, auch Josef Oster, aber auch der SPD, Dr. Thorsten Rudolph oder auch Manuel Liguri. Glauben Sie daran, da Hilfe aus dem Land zu bekommen? Das ist schwer zu beurteilen. Wir hoffen vom Betriebsrat darauf, dass wir über diesen Sicherstellungsauftrag bzw. über die Versorgung und die Mobilisierung der Bevölkerung, nächstes Jahr sind Kommunalwahlen und auch sonst ist es ja ein hochpolitisches Thema, doch noch Gehör bekommen. Und ich sage, ich gebe auf zu kämpfen, wenn der Schlüssel umgedreht ist bei dieser Klinik. Das Kliniksterben, nicht nur im Rhein-Lahn-Kreis, jetzt sieht man es auch im Westerwald, geht weiter. Wie kann man dem überhaupt noch begegnen? Ich glaube, man muss Kompetenzen oder die Kräfte bündeln, was jetzt in letzter Zeit im Krankenhaus Hachenburg Altenkirchen nicht gemacht worden ist. Man hat dort Verschiebungen gemacht, die zur Schwächung oder zur Verstärkung der Schwächen geführt haben und nicht zur Stärkung der Stärken geführt hat. Und das wäre eine Möglichkeit, um doch ein Kliniksterben zu verhindern. In Mischenbach, in einem kleinen Dorf in Mischenbach, soll ein großes Krankenhaus gebaut werden für mehrere hundert Millionen. Wie passt das zusammen, wenn ein gutes Gebäude in Altenkirchen steht? Das haben wir uns auch gefragt. In Mischenbach soll ein Neubau entstehen. Generell befürworten wir eine große Klinik, die in unserer Region entsteht. Man könnte sagen, ein Konzept Mischenbach an einer anderen Stelle, nicht unbedingt in Mischenbach, vielleicht auch unter mehreren Trägern, wäre eine gute Lösung, um die Versorgung in unserer Region sicherzustellen. Ist die Klinik Altenkirchen ein klein wenig ausgetrocknet worden? Wenn ich mir anschaue, die Kardiologie, die hochprofitabel ist zum Beispiel, die ist nach Hachenburg gegangen. Im Detail wissen wir es auch nicht, aber die Stimmen der Mitarbeiter und des Betriebsrates deuten darauf hin, dass man Hachenburg gestärkt hat auf den auf Nachteil für Altenkirchen. Man hat Dinge nach Hachenburg verlagert, um Altenkirchen auszudünnen. Es ist tatsächlich eine Tradition, aus Altenkirchen profitable Dinge abzuziehen und nach Hachenburg zu bringen und auch wichtige Dinge. So ist in einer Aktion zum Beispiel das Labor komplett nach Hachenburg gegangen. Sicherlich muss man Strukturen bündeln, das ist korrekt, aber man muss gucken, dass das nicht zulasten eines Standorts und zugunsten eines anderen Standorts geht, sondern dass es ausgewogen ist und fair. Wie kann eine Klinik in Mischenbach überhaupt angedacht werden, wenn es mit weitaus günstigeren Mitteln in Altenkirchen zum Beispiel das Gebäude aufgestockt werden könnte? Das ist ein Vorschlag, den wir schon sehr lange gemacht haben und den ich auch ausdrücklich begrüßen würde. Aber ich bin keine Politikerin, ich bin Anästhesistin und Betriebsrätin und ich habe diese Entscheidung nicht zu treffen. Dankeschön.